Containerstadt. Also direkt hinter der Baracke 5 ist eine Scheune. Da können Sie Ihren Laster mit Inhalt verbuddeln. Meinen Sie, wären Sie umzugsbereit? Nur die Reifen auf dem Öl nachfüllen, ich werde Ihnen dann Bescheid sagen. Was ist denn das für eine Scheiß, meine Schuld? So ein gebärfreudiges Becken hab's doch gar nicht. Klingels, was für Glückshaben. Gestehen Sie einer vor, Sie wären der Burghäupter. Bevor Sie mich hier raushiefen, da funken Sie doch erstmal meine Beine da raus. Ja, hoffentlich bleiben's ganz. Ach, nur das reicht. Sie sollen mich doch nicht finden, verdammt. Brünn, ich will jetzt, dass Sie zu mir sagen, klingt dein Waren ist fertig. Na, meinetwegen. Klingt dein Waren ist fertig. Duzen im Dienst verbitte ich mir. Ich will jetzt hören, Ihr Waren ist fertig. Nur sagen Sie das. Ihr Waren ist fertig. Gut. Ich will nur noch mal alles durchchecken, ob wir auch nichts vergessen haben. Ach, scheiß auf die Checkliste. Sieht doch aus wie neu, der Hobel, nicht wahr? So, na, gucke, hier ist alles. Klingt sehr gut und sitze ich auch sehr gut. Ich habe ein gutes Gefühl, Hogan. Nur er klingt... Ich will nichts hören. Ich hab's jetzt eilig. Mir ist so, als hätten wir irgendwas vergessen. Nein. Warum fährt der los? Ich hab das Bremskabel noch nicht dran. Yes. Was ist das? Schulz! Hi. Schulz, wo ist denn mein Wagen? Ja, das ist ja gerade das, Herr Kommandant. Der wird noch repariert. Hogan lässt zwei Leute daran arbeiten, dass er morgen fertig wird. Wie versprochen. Er hat versprochen, dass er heute Abend fertig ist. Nun sind wir fertig, aber der Wagen nicht. Wenn's drauf bestehen, Herr Oberst. Da bekomme ich jetzt schon Kopfschmerzen. Der Schlammbeine fahre ich nicht zum Essen. Da kriege ich immer Kopfschmerzen. Starten Sie, Herr Oberst. Der Hogan hat den Beiwagen extra herrichten lassen, damit Sie nicht im Krankenwagen zu Ihrem Essen fahren müssen. Nur Schnulle besser als Löwen, nicht? Dabei ist sie schon so oft überholt worden. Wenn die überholt worden ist, dann ja wohl nur von Fahrrädern. Nun los, geben Sie Gas, Mensch! Ja! Halten Sie Ihre Mütze fest, Herr Kommandant, geht los! Schulz! Schulz! Panzer Klink. Also haben Sie ihn noch nicht wieder, hä? Klink, ich habe Ihnen den Tiger hergeschickt, um einen Gefangenenaufstand niederzuschlagen. Ich sehe aber weder einen Aufstand, noch sehe ich einen Panzer. Nur eins sehe ich hier, und zwar einen Oberst, der bald zum Hauptmann degradiert wird. Da kommt das doch Waschandach. Wo kommt denn der mit einmal her? Ich sehe nichts, ich höre nichts. Hey, 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 Schulze, Sie waren ja klasse. Als er dem Arsch gesagt hat, er schickt ihn nach Sibirien, das war schön. Der Auftritt war Shakespeare-reif. Hey, Schulze, was haben Sie denn? Er ist ohnmächtig. Ja, scheint tatsächlich so. Mit Männern wie Ihnen werden wir ja den Endsieg ganz sicher nie erreichen. Da sind wir ja voll im Arsch gekniffen. Ja. Wie kann man denn nur eine Rakete verlieren? Kling! No, vielleicht hatten Sie ja ein Loch in der Tasche. Dann springe ich mal schnell in den Laster und düse dahin und sehe nach. In den Laster? Welchen Laster? Der deutsche Laster, der neben der Kugellagerfabrik stand. Alles, was ich weiß, ist, dass der Laster rausgefahren ist, gell? Und dann nach einer kleinen Weile ist er wieder eingefahren. Der ist rausgefahren, dann kam er wieder rein. Und Sie finden nicht, dass Sie hätten fragen müssen, warum der rausfährt? Nein, Herr Kommandant, das habe ich nicht für nötig gehalten, denn ich bin von Natur aus nicht neugierig. Sie hätten trotzdem fragen sollen. Das ist so. Wenn ein Wagen reinfährt, dann frage ich niemals. Und als er rausfuhr, da hatte ich keinen Dienst. Ich werde am Tone Wache postieren mit der Anweisung, jeden zu erschießen, der mit dem Laster fährt. Was ist denn das für eine Karre? Die kennst du doch überhaupt nicht.
Klink, einer unserer Peilwagen hat hier in der Gegend ein Funksignal von einem Sender aufgefangen. Ah, na gratuliere, was Sie für einen feinen Peilwagen haben. Es geht nicht um unseren Peilwagen, Klink. Es geht um das Signal, das von hier irgendwo gekommen ist. Seifen werde ich zerstechen. Schulz! Ja, ja. Was kennen Sie denn für Geräusche von sich? Hat sie Ihr Esel gebissen? Ja, ich was? Bin dann soweit, gell? Ja, ich halte es kaum noch aus, nicht wahr? Nur die Tür. Soll ich ihm mit den Koffern helfen? Nein, ich verzichte dankend. Das schaffe ich schon allein, gell? Herr Hogan! Und wo ist denn mein Wagen? Ja, das ist ja gerade das. Würden Sie mir glauben, dass den die Gestapo requiriert hat? Oh, was ist denn das für ein Unsinn mit meinem ganzen Gepäck? Was soll denn die Gestapo da? Die Gestapo? Na, wo ist denn eins? Ich sehe keins. Ja, das ist ja der... Schulz, haben Sie dafür eine Erklärung? Ja, also, ich hätte nur die, Herr Kommandant, dass die Maschine vielleicht abgeflogen ist mit einem sehr leisen Motor. Ach, das ist doch wieder so ein mieser Trick, um mich bloßzustellen vor Burghalter. Das ist der gute alte Hulehell. Ja, genau. Der gute Hulehell war so groß, nicht so ein Zwerg. Ja, ich weiß, er ist unter der Dusche ein bisschen eingelaufen. Oh, ja. Was war denn? Ein großer Bankeinbruch. Nein. Doch. Tatsächlich? Was die Leute so... Was ist doch verboten, oder? Weiß man, was war? Ja, den Mann haben's, aber wie dämlich der sein muss, was der für Nerven hat. Heute Morgen läuft der Mann zurück in die Bank und will die geklauten Mäuse auf sein eigenes Konto einzahlen. Das ist doch mehr als dämlich. Sind alle da, Klink? Das kann ich ja nicht riechen. Ich habe einen wunderbaren Gewürzprüfer, aber ob nur ein Gefangener fehlt, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Sind doch wohl alle da, oder? Ja, Herr Kommandant, also einerseits würde ich sagen, wie war die Frage? Nun sind Sie denn völlig übergeschnappt? Ich will wissen, sind Sie nur alle da oder nicht? Also ich möchte es mal so bezeichnen, überwiegend sind alle da. Wie jetzt? Aha, habe ich wieder mal ins Nest gepickt.